Herzlich willkommen im Chaos der Welt. Am Ende der Welt, die Straßen sind leer. Ach du Scheiße, da vorne ist ja die Baustelle. Habe ich voll verpeilt. Jetzt wollte ich eigentlich rechts fahren. Ich Vollidiot. Egal, machen wir was so. Ja, wir leben im Chaos der Welt. Wir haben Sonntag und ich mache meinen typischen Sonntags Essensgangfahrt, keine Ahnung. Das ist wieder dieser Sonntag, wo man sich auf den scheiß Montag vorbereitet. Muss ich hier rumfahren. Und ich habe keinen Bock auf Montag so. Eigentlich bräuchte ich von allen Dingen eine Auszeit, ey. Vielleicht kommt das ja bald, man weiß es ja nicht. Vielleicht bin ich ja schon was am Vorbereiten. Man weiß es doch nicht. Oder nur ich weiß es. Jetzt kommen wieder diese schizophrenen Gespräche mit mir selber. Nein, ich fahre jetzt zur Familie essen in Quettingen. Ja, das mache ich. Genau das mache ich. Ich fahre essen in Quettingen. Also ich habe wieder hier so eine Null-Bock-Phase. Also ich glaube echt, jeder Mensch, wenn jemand irgendwie sagt, am Grün, wenn irgendjemand jetzt behauptet, dass die Welt verweichlicht ist, weil viele Leute sich eine Auszeit nehmen müssen, denke ich mir, ist das daran, es liegt daran, dass sich Menschen eine Auszeit gönnen, weil die Welt stressiger geworden ist, weil die Menschen immer mehr Leistung verlangen gegenüber früher. Denke ich mir, jeder hat ein Auto, jeder ist im Straßenverkehr, jeder macht dies, jeder macht das. Wir leben im Internet. Wir leben in der Welt des Internets und man sieht ja schon allein, dass Beziehungen nicht mehr halten und das. Und es wird ja immer schlimmer und wir sind erst am Anfang. Wir sind erst am Anfang. Und die Frage ist jetzt natürlich, wann kommt die End? Wann kommt das Ende? Das Ende naht. Das Ende. Ja, das ist die Frage. Die Frage, das Ende. Ja, wollen wir nach Quettingen erstmal essen fahren? Und warum mache ich diesen Vlog einfach so aus Jux und Dollerei? Ist ein Sinn dahinter? Nein, es ist kein Sinn dahinter. Muss immer hinter alles einen Sinn stecken? Nein, muss es nicht. Es muss kein Sinn dahinter stecken. Tu es oder tu es nicht. Leb deine Sachen, lass dich nicht von anderen Leuten beeinflussen und mach dein Ding. Das ist äußerst wichtig. Ich lasse mich auch nicht von meinen Zielen und Dingen, auch wenn es für andere Leute unrealistisch ist, abbringen. Man muss einfach sein Ding machen und das ist äußerst wichtig. Ich hatte schon Frauen gehabt, die mussten immer ihre Freundinnen fragen, was zu machen ist. Und dann sieht man, wo das endet. Die Beziehung ist vorbei. Geht's vorbei. Ja, so ist das Leben. Ich kann euch nur sagen, macht das, was ihr wollt. Wirklich, macht einfach das, was ihr wollt. Ihr müsst euer Ding im Kopf haben, auch wenn ihr fallt und bestimmte Dinge nicht funktionieren, oder macht euch auch nicht zu viele Gedanken. Und wenn was nicht funktioniert, denkt nicht so, oh, die Welt bricht zusammen, macht einfach was anderes. Also ich habe gemerkt, ich bin auch oft, sehr oft gefallen im Leben, aber trotzdem geht das Leben immer weiter, ne? Das Leben geht immer weiter und das ist halt das Gute an der Sache. Ja, jawohl. So ist es, so sprach ich. Ja, so sprach ich gerade. Einfach mal so. Einfach mal so, ja, ja. Guckt euch an. Bereue ich, dass mein Leben so gelaufen ist, ohne Kinder, ohne Ehe, ohne nichts? Im Nachhinein nicht. Natürlich ist es schade. Aber es ist halt so, wie es ist. Es ist halt so bestimmt für mich.
Und es ist halt so. Und man muss die Sachen so nehmen, wie sie sind. Natürlich denke ich immer über mein Leben nach, aber das ist auch Teil des Lebens, über das Leben selber nachzudenken. Hört sich zwar ziemlich beschissen an oder bescheuert an oder verrückt an, aber es ist halt so. Lebt einfach euer Ding und lasst euch nicht von anderen Dingen abbringen. Habe ich jetzt ein moralisches Gespräch gehalten hier oder was? Nee, oder? War das jetzt ein Vortrag über die Moral des Lebens oder die Moral? Nee, Moral kann man das auch nicht nennen. Abnormalität des Lebens. Ich glaube einfach, dass zu viel manchmal diskutiert und gequatscht wird, anstatt was zu machen. Das hatte ich in der Kampfkunst oft erlebt, das habe ich auch in vielen anderen Bereichen erlebt, dass immer viel diskutiert wird, was gemacht werden soll. Aber so ist das eben. Na du, Düsseldorfer. Ja, was soll man sagen? Gibt's eigentlich noch was zu sagen? War das jetzt mit Sinn oder ohne Sinn? Nein, mach es einfach. Mach einfach diesen Vlog. Tu es oder tu es nicht. Ja? Also, lasst euch nicht abbringen von dem, was zu machen ist. Also jetzt wird es richtig verrückt hier, ne? Jetzt wird es richtig verrückt. Alter Schwede. Aber richtig bekloppt. So, wir erfreuen uns gleich der Nahrung, die wir gestellt bekommen von der Familie. Da bin ich voll im Arsch.